Ich würde gerne noch ein bisschen über den Schleier des Vergessens sprechen. Das ist da eigentlich so, wegen dem funktioniert das Leben hier, also das Spiel auf der Erde hier nicht. Und das ist schön beschrieben. Kannst du uns schnell beschreiben, wie dieser aufgebaut ist? Weil es gibt auch die These, dass irgend von irgendwelchen Psychopathen aufgebaut wird, sodass wir immer wieder zurückkommen müssen und wie so ein Gefängnis da entsteht. Aber du hast es irgendwie anders beschrieben. Um Gottes Willen, das Leben hier ist keine Strafe. Wir sind hier nicht in einem Strafgefangenenlager, weil wir irgendetwas falsch gemacht haben und dazu verdonnert wurden, hier als Mensch auf die Erde zu kommen. Aus seelischer Sicht stehen wir wirklich Schlange, um hier inkarnieren zu dürfen. Diese Welt hier mit ihren materiellen Strukturen und diesen Gefühlen, die wir hier als Mensch haben und diesem Verstand, den wir hier besitzen, ist für die Seele ein Riesengeschenk, neue Erfahrungen zu machen in einem Meer der unendlichen Möglichkeiten. Wenn wir natürlich unseren Fokus auf das richten, was hier lieblos ist, auf Mord und Totschlag und auf Neid und Schuld und was weiß ich, dann mag die Erde ein sehr düsterer Ort sein. Doch sie ist voller Wunder, gleichermaßen. Und wenn wir uns einen Blick auf diese Wunder richten, kommen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. Aus seelischer Sicht ist das alles sehr einfach. Die Seele existiert im Hier und Jetzt. Für sie gibt es Raum und Zeit nicht. Das ist für sie vollkommen unbekannt. Sie hat einen Impuls und in dem Moment erschafft sie sich das. Also wenn du mit deinem Bewusstsein in seelischen Welten bist und du denkst an den Himalaya, dann bist du im Himalaya. Dann stehst du ganz oben auf einer Gipfelspitze und blickst über die Berge. Denkst du im nächsten Moment an Delfine und das Meer, dann bist du ein Delfin im Meer. Also du erschaffst dir sofort deine Realitäten. Und die Seele kennt auch keinerlei Trennungen oder Gegensätzlichkeiten. Für sie ist wirklich alles eins. Sie ist mit allem verbunden. Sie kann nicht in Schwarz oder Weiß denken. Für sie ist alles gleichzeitig und alles ist da. Sie ist Schöpfung pur. Und sie kennt auch keine Gefühle. Also auf jeden Fall nicht wie Angst oder Neid oder diese vielen Unterscheidungen, die wir haben. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Sie schwingt, ihr Bewusstsein schwingt in einer bedingungslosen Liebe und die ist absolut neutral. Das ist ein ganz ruhiges, ein neutraler Zustand. Und wenn man mal eine Zeit lang in diesem Zustand war, durch Meditation oder durch eine Erfahrung, wie ich sie gemacht habe, dann stellt man recht schnell fest, das ist am Anfang super, weil es extrem entlastet, weil es so grenzenlos ist, weil wir endlich mal durchatmen können. Aber nach recht kurzer Zeit wird es langweilig. Es wird für uns Menschen echt langweilig. Da passieren keine Höhen und Tiefen, da gibt es keine Herausforderungen. Man kann sich nicht verlieben, man kann nicht trauern, man kann sich nicht versöhnen oder vorher streiten. Es gibt nichts außerhalb von dir. Also du kannst nicht eine Tasse greifen und einen Schluck heißen Kaffee trinken und spüren, wie dieses Getränk warm durch deinen Körper fließt. Das heißt, wir haben hier wundervolle zusätzliche Erfahrungswelten. Und wir Menschen glauben aber jetzt verrückterweise, dass uns diese seelischen Qualitäten abhanden gekommen sind. Dass es da einen Schleier des Vergessens gibt. Und wir zu diesen Qualitäten keinen Zugang mehr haben. Das ist aber überhaupt nicht wahr. Es wurde uns nur abtrainiert oder besser gesagt, wir haben hier als Mensch eine Instanz, die uns glauben lässt, wir wären getrennt davon. Und diese Instanz ist unser Verstand. Es ist diese Verstandesblase, von der ich geschrieben habe oder die mir gezeigt wurde. Eine riesengroße wie eine gläserne Hülle, die unser Energiefeld umgibt, die das Mentalfeld darstellt und die Grenzen des Verstandes. Also sie ist immer genauso groß wie das, was wir mit unserem Verstand erfassen können. Da haben wir einen sehr
engen Blickwinkel, dann ist diese Verstandesblase auch sehr eng um uns herum. Und dann gibt es in unserer Weltsicht relativ wenig Handlungsspielraum und Möglichkeiten. Entgrenzen wir diese Verstandesblase, weil wir uns mit Quantenwissenschaft beschäftigen, weil wir uns mit Gott beschäftigen, mit der Bibel, mit was auch immer, dann weitet sich diese Blase, also unsere Weltsicht wird größer. Und dieser Verstand gaukelt uns vor, dass nur das, was in ihm bereits erfassbar ist, real sei. Alles andere ist nicht real. Und ich habe es in meinem Buch bildlich so ein bisschen beschrieben, dass ich mich fühlte wie in einer, es gibt diese Schneekugeln, die man schüttelt, da ist innen drin ein Häuschen und Wälder und Schnee. Und man guckt in eine Welt, die in ihrer, die so ganz kompakt besteht, aber außen herum gibt es mich, die diese Schneekugel in den Händen hält und da drauf blickt. Und so ein bisschen ist es mit unserer Seele und dem Menschsein, mit unserem Verstand. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Schleier des Vergessens aufzulösen oder zu entgrenzen. Oder eigentlich drei. Das eine ist, man befindet sich innerhalb dieser Schneekugel und beschäftigt sich langsam, Step by Step, mit all diesen Geisteswissenschaften und nimmt den Verstand mit und diese Kugel wird immer größer und erfasst immer mehr. Wir können immer mehr erfassen. Das andere ist, man begibt sich aus seelischer Sicht an diese Kugel, guckt die sich mal von außen an und nimmt sie wahr und macht sie größer. Also nimmt energetisch diesen Verstand mit, lässt mal alles hineinfließen von außen, was da drin gebraucht wird an Schwingungen, an Frequenzen, an Informationsfeldern. Dadurch wird die Kugel auch größer. Oder es geht so wie bei mir, man sprengt dieses ganze Ding oder dieses Ding sprengt sich. Das erleben Menschen, Eckhart Tolle hat das so schön beschrieben. Er hatte da eine Nacht der Extreme und als er am Morgen erwachte, kam er aus dem Staunen nicht mehr raus und saß 2 Jahre auf einer Parkbank, um das zu begreifen, was plötzlich alles für ihn erfassbar war und was so ohne Worte ist. Da sprengt sich eine Verstandesblase. Und das ist mir auch passiert. Und plötzlich ist wirklich alles eins. Und du kannst es nicht mehr verstehen. Und du willst, musst es auch gar nicht mehr verstehen. Da ist plötzlich, bist du in einem Zustand, der nicht mehr in irgendwelche Schubladen einteilbar ist. Und das bringt dann wieder ganz neue Herausforderungen mit sich, weil du musst komplett neu lernen hier in dieser Welt, mit dir selbst und mit all dem, mit Raum und Zeit und so umzugehen. Das passiert vielen Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten und die sich auf dieses Extreme, auf diese Erfahrung eingelassen haben, aber auch manchmal durch einen Schock. Mit deiner Seele kommunizieren auch direkt, weil also ich habe das Gefühl, das muss ja irgendwie auch funktionieren. So. Wir tun es ständig. Ja, eben, aber ja. Wir sind einfach zu viel im Verstand und laufen einfach herum und denken. Aber wenn wir da ein bisschen rauskommen würden und, weil ich habe so, dass wenn ich schaue, dann habe ich ganz einen anderen Blick, als wenn ich so einfach so in die Welt herumlaufe. So, wenn ich wirklich die Dinge anschaue, dann bin ich irgendwie in einem anderen Bewusstsein. Aber ja. Weißt du, unsere Sinne wurden, unsere menschlichen Sinne, Augen, Ohren, unser Tastsinn und so weiter, wurden hier für diese materielle Welt gemacht. Deswegen sehen wir mit unseren Augen höhere Schwingungen nicht. Sie können nur bestimmte Schwingungsmuster greifen, Lichtmuster erfassen. Unsere Ohren können nur bestimmte Klänge und Frequenzmuster hören. Deswegen hören wir die geistige Welt mit unseren Ohren oft nicht. Und unsere höheren Sinne, die wir alle haben, wurden uns abtrainiert. Und deswegen glauben wir, dass wir mit unserer Seele nicht kommunizieren können.
Aber natürlich können wir das. Sie ist ja in uns. Sie ist ja in unserem Körper. Nichts ist uns näher wie unsere Seele. Genau. Und vielleicht gebe ich ihr einfach einen Namen. Und wenn ich sie jetzt Charlie nenne oder Otto, ist es total egal. Und fange an, mit ihr, also ihr eine Personifizierung zu geben. Wie meinem besten Freund. Und so, dass ich sie für mich mal greifen kann, dass das Nicht-Greifbare mal für mich greifbar wird. Ja, oder ich stelle sie mir vor wie einen kleinen goldenen Buddha oder irgend sowas. Also ich gebe ihr ein Bild und fange an, dann mit diesem inneren Freund, mit diesem goldenen Buddha oder mit was auch immer, zu kommunizieren. Und dann werde ich feststellen, ich kann ihr 1000 Fragen stellen, meistens antwortet sie mit einem Lächeln. Und gleichzeitig kommen aber fließen mir ganz viele Erkenntnisprozesse zu, wo ich plötzlich merke, was war denn das für eine dumme Frage? Die Frage löst sich schon auf. Also es ist eine andere Form der Kommunikation, wie hier zwischen uns Menschen mit unseren Sinnen. Und das kann ich nur empfehlen. Also ich kommuniziere mit allem auf die Art und Weise.